أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Dann fahren wir fort, inshallah ta'ala, im Buch, nachdem wir letztens über die Sunnah, über die beliebten Handlungen beim Wudu, bei der Gebetswaschung gesprochen haben. Liebe Geschwister, nochmal zur Erinnerung, es wurde letztes Mal beantwortet, aber ich möchte gerne, dass das jeder weiß. Warum? Warum muss ein Muslim wissen, was eine Säule, eine Pflicht und eine Sunna ist? Warum? Ibrahim, bitte. Damit der Muslim keine Waswasa bekommt, während er seinen Gottesdienst macht. Also, damit der Muslim keine Waswasa bekommt. Ist das der Grund? Das ist ein Resultat. Das ist ein Resultat. Aber was ist der Grund, Bilal? Damit er auch weiß, was er nachholen kann. Damit er weiß, wenn er einen Fehler macht oder wenn er was auslässt, dass er weiß, wenn es eine Sonderhandlung ist, er braucht dann Wudu nicht wiederholen, aber wenn er eine Pflicht auslässt, muss er den Wudu wiederholen. Das heißt, es geht um die Gültigkeit, damit du weißt, ist die Sache jetzt gültig oder nicht. Jetzt zum Beispiel, einer betet im Gebet, okay? Und er fliegt jetzt zum Beispiel mit dem Flugzeug. Nehmen wir mal an, es gibt einen Gebetsraum im Flugzeug. Dann bleibt er aber auf seinem Platz sitzen und betet im Sitzen. Das Sitzen beim Gebet ist, das Stehen im Gebet ist eine was? Eine Säule. Taib. Er hat gesessen, obwohl er sein Gebet auch stehend verrichten hätte können. Was ist das Urteil über sein Gebet? Shadi? Es ist ungültig. Schaut mal, deswegen müssen wir wissen. Aber er hat im Gebet vergessen, den Finger zu bewegen oder mit dem Finger zu zeigen. Komplett vergessen. Ist hier sein Gebet gültig? Na? Ja, hier ist sein Gebet gültig, weil dieses lediglich eine Sunna ist. Deswegen, wenn wir nicht wissen, was eine Säule, eine Pflicht, eine Sunna ist, wir wissen nicht, ob, wenn wir einen Fehler machen, und das passiert jedem, dem Besten ist das passiert, dass er manchmal im Gebet etwas vergessen hat. Sallallahu alaihi wasallam. Er ist nach der zweiten Raka direkt hochgegangen, ohne was zu machen, ohne den Tashahud zu machen, sallallahu alaihi wa sallam. Und er war der Prophet. Und uns passiert das genauso. Und wenn uns das passiert, dann müssen wir nur wissen, wie korrigieren wir unser Gebet. Und leider wird das nicht immer richtig vollzogen von den Muslimen. Das muss gelernt werden, denn das sind unsere alltäglichen Ibadat. Und macht euch keine Sorgen, auch wenn man 3-4 Seiten lernen muss, das sind tägliche Ibadat. Bedeutet, man lernt das schnell, wenn man das jeden Tag 5-6 am Tag praktiziert. Antwort: natürlich, sehr, sehr schnell. Anders ist es bei der Hajj, die verrichten manche Leute einmal im Leben. Natürlich bei diesen super Gaunerpreisen, wie will man sich das leisten, ja? Bald Allahu alam, ob man 10.000 Euro bezahlt, wie in Indonesien. Ich habe gehört, da zahlen die Leute 10.000 Dollar, damit sie die Hajj verrichten können. Die werden regelrecht abgezockt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute, die sie abzocken, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten und sie auf dem Pfad der Tugendhaftigkeit zurückbringen. A'udhu billah, dass einer einem Bruder eine Ibadah erschwert. Wallahi al-Azim, ich weiß nicht, was diese Person überhaupt vom Islam verstanden hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Heute reden wir, liebe Geschwister, über die Dinge, die das Wudu ungültig machen. Wir reden über die Dinge, die die Gebetswaschung, Al-Wudu nicht mit Dal, sondern mit Da, Al-Wudu ungültig machen. Und das heißt Wudu, nicht Wudu. Wudu ist das, was die afrikanischen Zauberer machen. Ja? Wudu ist nichts Wudu. Ja? Einer hat mal im Unterricht gefragt, macht ihr Wudu? Auf keinen Fall. A'udhu billah. Das ist Zauberei. Damit haben wir Muslime wenig am Hut. Deswegen aufpassen, wie man das ausspricht. Weil das eine ist Zauberei und Kuffe. Und das andere ist eine Ibadah, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Was macht das Wudu ungültig? Fangen wir an mit dem ersten Punkt, liebe Geschwister. Und zwar der Stuhlgang. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nisa in der Ayah 43:
أو جاء أحد منكم من الغائط. Wenn einer von euch von der Notdurft zurückkommt, von der Notdurft bedeutet, wenn man sein Geschäft erledigt hat, wenn einer von euch zurückkommt, so soll man sich dem guten Erdboden zuwenden und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, was man hier zu tun hat. Das bedeutet, dass derjenige, der die Notdurft verrichtet, so ist er angehalten, dass er danach die Gebetswaschung vollzieht. Dass er danach die Gebetswaschung vollzieht. Und jeder sollte wissen, liebe Geschwister. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und das ist eine Gnade von Allah. Der Muslim betet seinen Herrn nicht in irgendeinem Zustand an. Nein. Er reinigt sich. Körperlich. Und auch seelisch. Und so möchte Allah subhanahu wa ta'ala von ihm angebetet werden. Nicht in einem Zustand, wo es in seiner Hose brodelt, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, das geziemt sich nicht für einen Muslim. Wir beten hier nicht irgendjemanden an. Wir beten hier den Herrn aller Weltenbewohner an. Ich weiß nicht, ob manchen Leuten das klar ist, was dieses bedeutet überhaupt. Wir beten hier denjenigen an, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschaffen hat. Und bei Allah, er hätte sie in einem Augenblick erschaffen können. Aber er wollte uns damit etwas beibringen, liebe Geschwister. Dieser ist es, den wir anbeten und es gebührt ihm einzig und alleine, subhanahu wa ta'ala, dass man ihn auf beste Art und Weise anbetet. Und jeder Muslim muss dieses wissen, liebe Geschwister. Und wenn ihr wisst und wenn ihr liest über die tugendhaften Salaf-Gelehrten, diejenigen, die vor uns waren, und Salaf bedeutet nichts anderes als Vorfahren, diejenigen, die ihre Religion richtig praktiziert haben, sie haben Allah nicht in irgendeinem Zustand erwähnt, sondern sie erwähnten Allah und seinem Gesandten immer dann erst, wenn sie die Gebetswaschung vollzogen haben. Obwohl das nicht Pflicht ist bei jeder Sache, aber subhanallah, es war ihre Wertschätzung von Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِ. Und sie haben Allah nicht nach seinem, was? Nach seinem richtigen Wert bemessen. Wer weiß schon den richtigen Wert von Allah subhanahu wa ta'ala? Wüssten wir den richtigen Wert von Allah subhanahu wa ta'ala, so würden wir uns ihm anders gegenüber verhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden und unsere Verfehlungen verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals vom Weg der Rechtleitung abirren lassen. Liebe Geschwister, ihr habt den Beweis in der Ayah gehört. Das bedeutet, wenn wir von der Notdurft kommen, wenn wir von der Notdurft kommen, bedeutet, dass man auf Toilette sein Geschäft vollzogen hat, so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns angewiesen, dass wir uns danach säubern. Und Imam al-Nawawi rahimullah ta'ala, er sagt bezüglich dieser Ayah, ma yakhruju min as-sabilayn. Das ist das, was aus beiden Öffnungen herauskommt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, au ja'a ahadun minkum min al-gha'it. Wenn jemand von euch von der Notdurft zurückkommt, bedeutet Notdurft das Geschäft, was man hier verrichtet hat, in dem etwas aus beiden Öffnungen herausgekommen ist, bedeutet sowohl klein als auch groß, wie man das in der deutschen Umgangssprache sagt. Und Abu Huraira radiyallahu anhu arda, er berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, La yaqbalu Allah salata ahadikum إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet von demjenigen, bei dem ein Ereignis passiert ist. Was bedeutet ein Ereignis? Das bedeutet, dass man zum Beispiel klein gemacht hat, dass man sein kleines Geschäft verrichtet hat, dass man sein großes Geschäft verrichtet hat, dass man Luft, Wind gelassen hat. Dieses, liebe Geschwister, ist in diesem Fall gemeint, wie Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagt, wer dieses, das Gebet von demjenigen, bei dem ein Hadath, ein Ereignis passiert ist, wird so lange nicht von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen, bis er die Gebetswaschung vollzogen hat. Die Überlieferung ist klar. Die Überlieferung ist klar, liebe Geschwister, bei Sahih Muslim bedeutet, wenn jemand dieses Geschäft verrichtet, ganz gleich klein oder groß, so muss er danach die Gebetswaschung verrichten, wenn er natürlich beten möchte. Aber wenn du nicht beten möchtest, ist es Pflicht für dich, die Gebetswaschung zu vollziehen? Antwort? Antwort? Ibrahim? Es ist nicht verpflichtend. Und das ist auch eine von den Erleichterungen, die der Prophet Muhammad sallam uns gegeben hat, wie es in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi heißt, sallallahu alaihi wasallam, er hat sein Geschäft verrichtet, danach kamen die Sahaba mit einer
Wasserschüsseln und sie waren stolz darauf, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dienen zu können. Dienen, ihr wisst, wie das gemeint ist, dass sie ihm Sachen bringen und wegbringen und dieses und jenes, denn er war nicht irgendjemand. Schaut mal, subhanallah al-Azim, wie ungerechte Könige behandelt werden. Was reden wir dann über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gerechteste Mensch gewesen ist. Deswegen, sie haben es getan, sie haben ihm eine Wasserschüssel gebracht und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, nachdem er den Toilettengang verrichtet hat, er sagte zu ihnen, mir wurde nur befohlen, mich für das Gebet zu waschen. Das bedeutet, die Gebetswaschung für das Gebet zu machen, bedeutet, müssen wir? Nein, wir müssen nicht. Wenn einer jetzt keine Lust hat, auch wenn es keine Lust ist, nach dem Toilettengang den Wudu, aber er sollte sich schon sauber machen, ja? Nicht gar nichts Lust. Und manche sind in der heutigen Zeit ganz faul. Sag ja, trocknet schon. Ja? Wisst ihr, was die Leute damals im französischen, wie heißt das Zeitalter von Ludwig, den Renaissance? Man merkt, wer noch zur Schule geht. Ich habe das vergessen. Von dieser französischen Renaissance, wie sie das gemacht haben, wenn sie auf Toilette gegangen sind, haben sich voll gepudert danach. Das war alles. Alles ist geblieben, so wie es ist, aber fester Puder nennt man das. Möge Allah uns bewahren. Das ist natürlich nicht die Art. Und das war, subhanallah al-Azim, gar nicht mal so lange her. Ja? Und wir haben vor 1400 Jahren, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, wie wir uns säubern nach dem Toilettengang. Renaissance, ja? Renaissance. Na. Renaissance. Aywa, mashallah. Was hast du für eine Note, ja, Shadi? Aywa. Das heißt, der erste Punkt, wenn man auf Toilette geht und sein Geschäft verrichtet, ganz gleich, ob klein oder groß, so wird die Gebetswaschung, na, fällig. Richtig. Der zweite Punkt, die Ausscheidung von Blähungen bedeutet, dass man Wind lässt. Okay? Wenn man Blähungen hat, laute oder lautlose, so ist dieses in dem Falle auch ein Grund, dass die Gebetswaschung fällig wird. Shukiya ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul yajidu fi s-salah shay'a ayaqta'u s-salah qala la hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde über eine Person gefragt, der denkt, dass sich im Gebet etwas ereignet hat. So wurde er gefragt, sallallahu alaihi wasallam, soll er das Gebet beenden? So sagte er, nein, solange er nicht etwas hört oder riecht. Solange er nicht etwas hört oder riecht, solange muss er dieses nicht tun, liebe Geschwister. Und jeder sollte wissen, diese Aussagen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die schließen die Tür zu was? Zum Waswas. Weil es gibt Leute, der sagt, habe ich nicht, das ist sehr gefährlich. Das ist ein Waswas, der einen wirklich die gesamte Zeit über beschäftigen kann. Weil es gibt Leute, die haben die ganze Zeit das Gefühl, dass sie was? Wind gelassen haben. Aber schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns hier eine sehr, sehr leichte Lösung gegeben, indem er uns gesagt hat, solange ihr nichts hört oder riecht, solange ist nichts passiert. Okay? Solange ihr nichts hört oder riecht, ist nichts passiert. Ja? Hier ist eine Andeutung, dass etwas passiert ist. Aber solange es nichts passiert ist, mach dir keine Sorgen, behandle das Ganze ganz normal. Manchmal kommt etwas nur aus dem Magen heraus. Manchmal kommt nur etwas aus dem Magen heraus oder es gibt Geräusche aus dem Magen. Dieses sind keine Blähungen. Deswegen soll man hier aufpassen, liebe Geschwister, man muss zwischen beiden Zuständen unterscheiden. Okay? Es gibt Leute, der betet und dann brodelt die ganze Zeit sein Magen. Das heißt nicht, dass wenn dein Magen brodelt, dass dieses hier mit Blähungen gleichzusetzen ist. Imam Nawawi rahimullah ta'ala, er sagt über diese Überlieferung, dass man sein Gebet nicht beenden soll, bis man etwas gerochen oder einen Laut gehört hat. Er sagte, dass die Regel bei dieser Überlieferung ist, dass man nicht etwas hören oder riechen muss. Vielmehr ist hier die Gewissheit gemeint. Und sehr schöner Satz, und das sind die Großgelehrten, dass man die Gewissheit hat, jetzt, alhamdulillah, bin ich mir sicher, es ist nichts passiert. Und was man nicht beeinflussen kann, kann man nicht beeinflussen, liebe Geschwister. Bedeutet, es gibt Leute, die dauernd Wind herauslassen.
Und normalerweise, und schaut mal, das ist der Unterschied zwischen einer allgemeinen Sache und einer speziellen Sache, wie wir das jetzt oft lernen werden. Es gibt Leute, bei ihnen kommt ständig Wind. Das ist wie eine Krankheit. Die können nichts dafür. Ha? Natürlich, diese Religion belastet keinen. Und subhanallah al-azim, einer der Gelehrten sagte, je schwerer deine Umstände werden, umso weiter gibt dir die Religion Möglichkeiten, dass du herauskommst. Subhanallah al-azim. Je enger deine Umstände werden, das heißt, je schwieriger deine Umstände sind, bestimmten Sachen, so gibt Allah dir mehr Erleichterung. Allahu Akbar. Jetzt muss ein Zuckerkranker fasten, der regelmäßig die Spritze nehmen muss, er muss nicht fasten. Subhanallah al-Azim. Die gesamte Monat Ramadan muss er, nein, muss er nicht. Eine Schwangere muss fasten, wenn sie jetzt in einem fortgeschrittenen, nein, wenn sie nicht kann, fastet sie nicht. Das heißt, je schwerer deine Umstände sind, umso mehr, hä, oder umso weiter wird die Religion, walhamdulillahi rabbil alamin, das ist eines der großen Vorteile, die wir in dieser Religion haben. Es gibt Leute, liebe Geschwister, die dieses Problem ständig haben. Wind, Wind, Wind. Was sollen diese Leute machen? Derjenige, der es als Krankheit hat, und ich bitte, dass man das zweimal unterstreicht, derjenige, der es was als Krankheit hat, nicht manchmal passiert das und manchmal nicht, wer das als Krankheit hat, er soll vor dem Gebet die Gebetswaschung vollziehen. Was auch immer danach im Gebet passiert, so braucht er das nicht zu berücksichtigen. Und dieses ist ein Ijma', ein Konsens aller Gelehrten, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagt. Und das ist eine Erleichterung. Derjenige, der dieses Problem hat, so soll er, und ihr könnt ihm das sagen, wenn einer dieses Problem hat, dass er ständig Wind lässt oder auch analog dazu andere Sachen. Was denkt ihr, was gibt es noch, was bei manchen Leuten ständig passiert? Shadi? Wenn Urin fließt. Sehr gut. Dass Urin ständig fließt. Es gibt Leute, die haben ständig Urin, bedeutet diese Nachtropfen. Selbst wenn sie uriniert haben und noch 5 oder 10 Minuten nach dem Vorgang abwarten, kommt immer noch etwas heraus, die gesamte Zeit. Anderes Beispiel? Nein. Methi. Das bedeutet dieser Lusttropfen. Es gibt Leute, bei ihnen kommt ständig aus dem Geschlechtsteil Lusttropfen heraus. Diese sind natürlich hier in diesem Fall unter derselben Regelung, dass wenn sie dieses als was haben, als Krankheit. Bitte aufpassen. Wenn das bei dir ein paar Mal passiert oder manchmal passiert und du nimmst diese Regel in Anspruch, es geziemt sich nicht für dich. Bedeutet, du hast deine Gebete damit nicht richtig gebetet. Das gilt nur für Kranke. Okay? Diese Leute, die das ständig haben, wenn sie dieses auch haben, sie sollen beten, indem sie vorher die Gebetswaschung machen, danach beten und was auch immer auch im Gebet passiert, subhanallah al-azim, schaut mal, deswegen allgemeine Regelung und spezielle Regelung. Das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen dürfen wir nicht unter den Juhal sein. Jetzt stellt euch mal vor, einer, der krank ist, der kommt zu einem Bruder. Und er sagt ihm, ach, ich habe gebetet und ich hatte vorher die Gebetswaschung gemacht, aber im Gebet ist etwas passiert. Was soll ich machen? Der sagt ihm, geh zurück und bete. Obwohl der krank ist. Dann betet er wieder. Dann sagt er, was soll ich jetzt machen? Geh zurück und bete. Und das sagt er ihm 100 Mal. Sagt, A'udhu Billah, schaut mal jetzt. Weißt du denn nicht, dass derjenige, der Urin lässt, dass dieser kein gültiges Wudu hat? Schaut mal, der redet über was für einen Zustand? Über einen allgemeinen Zustand. Das ist das Problem in unserer heutigen Zeit, dass die Leute etwas nehmen, was allgemein ist und sie vergessen das Spezielle. Und das ist eines der größten Katastrophen und dieses wird in der gesamten Religion vollzogen von diesen Leuten. Und deswegen, so sagen große Gelehrte, unter ihnen Imam al-Ghazali und nach ihm andere, wie Ibn Hazm, sie sagen, hätten manche Leute geschwiegen, würde es weniger Meinungsverschiedenheiten geben. Wen meinen Sie mit manche Leute geschwiegen? Die Juhal, die Unwissenden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht unter den Unwissenden schreiben. Dann, liebe Geschwister, Al-Madhi und Al-Wadi. Wie ihr die Überlieferung mit Sicherheit kennt, und das ist gut, dass wir manche Überlieferungen öfter wiederholen, damit wir auch diese Überlieferung genau verstehen und es soll auch in unseren Köpfen bleiben. Liebe Geschwister, ihr solltet eine Sache wissen. Warum die Hadith-Gelehrten studieren die Hadithe? Ganz genau. Weil sie einen Hadith nicht ungefähr wiedergeben wollen. Wenn du heute hörst, wie die Leute Hadithe erzählen, dann sagst du, hat der mir gerade eine Geschichte erzählt? Oder war das ein Hadith? Natürlich, was sind Hadithe vom Stellenwert her? Wer sagt mir das? Was sind Hadithe vom Stellenwert her?
Sind das irgendwelche Wörter? Nein. Fundamente. Das ist was? Fundamente, also die braucht man ohne... Ja, aber Stellenwert. Was sind Hadithe vom Stellenwert? Bilal. Offenbarung. Offenbarung. Hä? Hadith Nabawi, wie ihr wisst, Sinn ist von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Worte sind von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber wer leitet ihn bei den Worten? Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen die großen Gelehrten, die Hadithe sind die zweite Offenbarung. Sind die zweite Offenbarung. Aber sie sagen, Jibril alaihi salam kam bei diesen Offenbarungen zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam genauso runter, wie er auch mit dem Koran zu ihm herunterkam. Offenbarung. Kannst du nicht irgendeine Geschichte draus machen? Ja, ja, weißt du, einmal war der Prophet, dann schaute er über einen Berg und ihm gefiel dieses und jenes. Und er, Pfeffer und Salz, kennt ihr, der streut alles noch dazu zu der Überlieferung. Zum Schluss kommt raus, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach seiner Ansicht ein Sufi war. Möge Allah uns bewahren. Dieses kennen wir nicht. Wie einer, der kam zu mir und hat mir erzählt, ja, 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 diese Überlieferung, kennst du sie? Weil er wollte mir damit weismachen, dass man dieses Hulla, hu, Hulla, hu, 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 ihr kennt das, ja? Von manchen Leuten, was praktiziert wird. Ich sage ihnen, wo ist dein Beweis? Er sagte, ja, ja, der Prophet war einmal auf dem Berg. Oder ich kann mich gar nicht mal mehr daran erinnern, was er mir erzählt hat. Auf jeden Fall, es hat wehgetan im Herzen, wenn du dir diese Wörter anguckst oder anhörst. Das sind Leute, die erzählen einfach etwas über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und es gibt eine schwere Warnung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, man kadaba alay mutaammidan, fatabawa maqadahu minan nar. Derjenige, der über mich lügt, so soll er seinen Platz schon mal wo einnehmen? Im Höllenfeuer. Circa 270 Sahaba haben diese Überlieferung getätigt. Das kann man Mutawatir nennen. Zahlreich. Ja? Warum? Als ob Allah uns damit sagen will, passt sehr gut auf, was ihr über wen sagt, über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Imam Nawawi rahimullah ta'ala sagt über diese Überlieferung, das gilt für Leute, die über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht authentische Sachen sagen, aber es nicht erwähnen. Wie in der heutigen Zeit. Wir waren einmal bei einer Beerdigung und da hat einer Koran gelesen auf den Toten. Ihr wisst, das Lesen des Koran auf den Toten ist was? Ist eine Bid'ah, weil es keinen Beweis dafür gibt aus der Religion. So sagte er zu den Leuten, diese Handlung, die ihr gerade seht, wurde vom Propheten überliefert. Wal'iyadu billah. Und das ist tatsächlich etwas Gewaltiges, liebe Geschwister. Man darf nicht über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lügen. An Aliyin radiyallahu anhu wa arda, qal, kuntu rajulan madhal, wa kuntu astahi an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, fa amartu al-miqdam ibn al-aswad, fa sa'alah, fa qal, yaghsilu dhakarah, Ali ibn Abi Talib radiallahu an, er sagte, ich war eine Person, der viel Madhi erzeugt hat. Das bedeutet, aus seinem Geschlechtsteil kam sehr viel Madhi heraus. Madhi ist der Lusttropfen, wie ihr euch erinnern könnt, liebe Geschwister. Das ist diese durchsichtige Flüssigkeit. Und er sagte, und ich schämte mich, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu fragen. Obwohl, schaut mal, subhanallah, was wissen wir über Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah la yastahi min al-haqq. Allah subhanahu wa ta'ala, er schämt sich nicht vor der Wahrheit. Das heißt, was auch immer, auch intime Sachen passieren, wir müssen diese Sachen fragen. Nicht zum Spaß, sondern damit wir was lernen? Unsere Religion. Wenn ihr seht, Sahabiyat, Frauen, von den Tugendhaften. Sie haben zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine wichtige Frage gestellt, wenn sie einen feuchten Traum hatten, was sie danach machen sollen. Das sind wichtige Fragen, liebe Geschwister. Deswegen soll man sich nicht schämen. Nein, es geht hier um die Religion. Wir sind nicht Dr. Sommer und Dr. Winter, ja? Dass sie fragen, was sie fragen wollen, möge Allah uns bewahren. Sondern wenn wir etwas fragen, fragen wir es nur, damit wir
damit wir unsere Religion lernen. Und das ist der richtige Ansatz hier in diesem Falle. Ali radiallahu an, er hat oft Madhi erzeugt, das heißt Madhi kam ständig aus seinem Geschlechtsteil heraus und er schämte sich, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu fragen. Ihr wisst ja, wer war die Frau von Ali ibn Abi Talib? Die Tochter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noch ein Grund mehr, um sich zu schämen. So sagte er, sobald ich Al-Miqdam, Al-Miqdam war sein Sklave, Ibn al-Aswad, ihn danach zu fragen. Al-Miqdam ging zu ihm hin, zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und er schilderte ihm den Fall, wie das bei Ali radiallahu anhu war. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er soll sein Glied zuerst waschen und danach die Gebetswaschung vollziehen. Er soll sein Glied zuerst waschen und danach die Gebetswaschung vollziehen. Ein klarer Beweis, dass wenn Madhi aus dem Geschlechtsteil herausströmt, dass dieses was, das Wudu gültig oder ungültig macht? Ungültig macht. Deswegen sollt ihr dieses wissen, liebe Geschwister, wenn Madhi, und Madhi kommt sowohl bei der Mann, bei dem Mann, als auch bei der Frau vor, bei beiden. Madhi kommt sowohl bei dem Mann als auch bei der Frau vor, wenn dieses herauskommt aus dem Geschlechtsteil, so soll der Muslim wissen, dass er nicht mehr eine gültige Gebetswaschung hat. Jetzt darf er nicht mehr in dem Zustand beten, bis er dieses bereinigt. Liebe Geschwister, und Al-Wadi, wer sagt mir, was war nochmal Al-Wadi? Wer weiß noch, was Al-Wadi war? Oh, ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe. Stimmt, Allahu A'lam, wie oft. Rashid, warte. Was nach dem Urinieren. Sehr gut. Das sind die Nachtropfen. Nach dem Urinieren. Das sind die Nachtropfen nach dem Urinieren. Und natürlich, sie haben dasselbe Urteil wie was? Wie? Wie Madhi oder auch wie? Urin. Ich wollte gerade sagen, wie Al-Urin. Dieses ganze Zeit. Wie den Urin. Sie haben genau das. Weil natürlich, das sind doch Nachtropfen. Das bedeutet, das ist noch vom Urin vorgegangen. Sind Nachtropfen, deswegen haben sie denselben Hukum, dasselbe Urteil, so wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagte: Wa amma al-wadi wal-madhi faqal ighsil dhakarak aw madhakirak wa tawadda wa wudu'ak lis-salah. Was den Madhi und den Wadi anbelangt, so wasche dein Glied und deine Hoden und verrichte den Wudu für dein Gebet und verrichte den Wudu für dein Gebet. In Sunan al-Bayhaqi ist diese Überlieferung. Dann, liebe Geschwister, gibt es etwas, was auch den Wudu ungültig macht, und zwar der Tiefschlaf. Der Tiefschlaf. Und hier sollte jeder aufpassen, das ist nicht das Dösen gemeint. Es gibt einen Unterschied zwischen Dösen und Schlaf. Das Dösen, da nimmst du noch deine Umgebung wahr. Zum Beispiel, ich döse zwar herum, meine Augen können auch zu sein, aber ich nehme noch meine Umgebung wahr. Ich sehe noch Omar, ich sehe noch Ibrahim, wie er geht, oder ich sehe Omar 2, wie er mit seinem Barthaaren spielt. Ich sehe noch etwas, ich merke noch etwas, aber es ist was? Ein Unterschied zum Schlaf. Beim Schlaf, halas, da kann passieren, was passieren will. Ich bin weg. Und das ist ein großer Unterschied. Wo ist der Beweis dafür, dass der Schlaf das Wudu ungültig macht, liebe Geschwister? Sufyan ibn Assal radiallahu an, er sagte: Kana an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna an la nanzi'a khifafana thalatha ayyam. Der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam hat uns befohlen, unsere Schuhe 3 Tage nicht auszuziehen. Schuhe bedeutet hier die Ledersocken, 3 Tage nicht auszuziehen, außer illa min Janaba, außer wenn es eine Janaba gibt. Die einzige Ausnahme ist Janaba. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Reise ist und man hat Socken an, über die man streicht. Ihr wisst, das Streichen über die Socken, wir werden noch dazu kommen, das ist eine Erleichterung für die Muslime, die uns die Religion gegeben hat, und das ist ein Ijma unter den Gelehrten, dass dieses bestätigt ist in der Religion. Derjenige, der im Janaba-Zustand ist, während er über seine Socken streicht, so ist nach dem Janaba-Zustand dieses nicht mehr möglich, dass er über seine Socken streicht. Er muss natürlich die Gesamtwaschung vollziehen. Aber was macht dieses nicht ungültig? Er sagte, dass der Stuhlgang,
und der Urin und der Schlaf. Und ohne Zweifel, alle drei Sachen heben was auf das Wudu. Und er nannte den Schlaf hier im Sinne von, vom was? Vom Urin und Stuhlgang. Den Schlaf nannte er im Sinne von Urin und Stuhlgang. Okay? Und das bedeutet, dass dieses verboten ist, die Überlieferung, dass dieses das Wudu aufhebt. Die Überlieferung ist bei At-Tirmidhi, Rahimullah Ta'ala. Und dann, liebe Geschwister, haben wir noch einen Punkt, und zwar die direkte Berührung des eigenen Geschlechtsteils mit der bloßen Hand. Und dieses gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Dieses gilt für Männer als auch für Frauen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Man massa dhakara falyatawadda." Wer sein Glied mit bloßer Hand berührt, muss die Gebetswaschung Wudu vollziehen. Wer sein Glied mit bloßer Hand berührt, muss die Gebetswaschung Al-Wudu vollziehen, berichtet bei At-Tirmidhi rahimullah ta'ala. Natürlich, dieser Punkt ist umstritten unter den Gelehrten, wie auch der vorige Punkt mit dem Schlaf, liebe Geschwister, weil es gab Gelehrte, die gesagt haben, auch wenn man schläft, so braucht man nicht sein Wudu zu erneuern. Aber natürlich, es gibt viele Beweise in diesen Themen, in beiden Themen, über die wir gerade sprechen. Inshallah ta'ala, wir nehmen die Ansichten von den Gelehrten, die dieses als Nawaqid al-Wudu gelistet haben, das heißt als Auslöscher des Wudu, was den Wudu ungültig macht. Auch das Anfassen des Glieds bedeutet mit Shahwa, mit Gelüst. Bedeutet nicht, wenn man aus Versehen dagegen kommt oder dieses ohne Shahwa, ohne Gelüst vollzogen hat, hier wird nicht die Gebetswaschung, hier wird nicht die Gebetswaschung ungültig, richtig. Bedeutet zum Beispiel, jemand hat geduscht und dann trocknet er sich ab und kommt aus Versehen gegen sein Glied. Das macht nicht die Gebetswaschung ungültig. Aber wer sein Glied anfasst mit Shahwa, mit Gelüst, so wird sein Gebetswaschung ungültig dadurch. Liebe Geschwister, das gilt sowohl für den Mann als auch für die Frau. Tay, inshallah ta'ala haben wir noch ein paar Sachen, aber wenn wir, liebe Geschwister, dieses nur heute einen Teil machen und nächstes Mal einen anderen Teil, dann hoffe ich, dass das ausreicht, inshallah ta'ala. Ihr habt jetzt Zeit für Fragen und inshallah ta'ala, auch wenn etwas aus den letzten Unterrichten offen ist, könnt ihr das jetzt fragen. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wenn man sein Glied jetzt anfasst mit Shahwa, nein. Und das ist aber etwas davor, gilt dann die Regel genauso, wie als wenn etwas nichts davor ist? Also man hat jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel sein Glied ohne dass etwas vor seinem Geschlechtsteil ist, anfasst, also man fällt pur. Mit bloßer Hand, meinst du? Genau, okay. Dann ist die Sache ist klar, aber ich frage jetzt, wenn man zum Beispiel eine Hose anhat oder ein Tuch darüber oder ein Handtuch. Nein, das heißt, das Glied nicht mit bloßer Hand anfasst, sondern es ist was, yani zum Beispiel man hat eine Hose an oder sonstiges. Wie ist die Sache hier? Mit Schäfer. Mit Schäfer? Mit Schäfer und Hose. Schäfer und Hose, das musst du mir erklären. Also ich hoffe, ihr benimmt euch hier im Unterricht. Ja? Ich gehe immer vom Guten aus, dass das eine religiöse Frage ist. Aber wenn ihr mich hier in Sachen reinreitet und nebenbei fotografiert, dann werde ich sehr sauer. Auf jeden Fall, was meint man damit? Das heißt, ich gebe mal vielleicht ein Beispiel. Man hat eine Hose an und man hat sein Geschlechtsteil angefasst, obwohl man eine Hose an hat. Und weil gerade die Unterhose vielleicht eng ist oder sowas, meinst du? Ja, genau, das gibt dann so. Okay, Alhamdulillah, das ist kein Problem, inshallah. Das ist kein Problem, inshallah. Tfadda. Das ist nur mit einer Bedingung, wenn man sein Glied anfasst, dass man Glied bekommt? Oder kann man auch. Nein, das muss nicht heißen, wenn man sein Glied angefasst hat, dass dieses immer mit einer Shahwa verbunden ist. Wie ich gesagt habe, man kann sich zum Beispiel abtrocknen und man kann gegen sein Glied kommen, das ist kein Problem. Falsch ausgedrückt, ich meine, diese Regel gilt auch allgemein, wenn man Glied bekommt. Auch wenn man nicht angefasst hat, wenn man gewiss bekommt.
Das ist auch, wenn man erregt ist. Wenn man erregt ist und es kommt aus dem Geschlechtsteil etwas heraus, natürlich, dann ist doch Gebetswaschung, das ist doch die Medi. Und ohne, dass da was rauskommt? Ich meine, verzeih mir für dieses Wort, kann ich sagen. Nein, nein, kannst du nicht sagen. Auf keinen Fall kannst du das sagen. Was soll denn der Gast von uns denken? Er hat schon seinen Gewinn. Ich glaube auch. Warum muss da? Tata, schick mir das als E-Mail. Na, Tata. Das auf der Toilette, das Verbot von Essen, Trinken und Koran rezitieren. Kannst du den Beweis dazu einmal nennen? Auf der Toilette das Verbot von Essen, Trinken und Koran rezitieren als ein Beweis? Nein, also die Beweise dafür, dass es verboten ist. Wer hat gesagt, dass es verboten ist? So, okay. Aber wer hat auch gesagt, dass es gemacht wird? Okay, also es ist ja nicht. Gehen wir das mal durch. Wenn man auf Toilette sitzt, man darf Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, aber im Herzen. Die Gelehrten sagen, im Herzen bedeutet nicht die Aussprache der Wörter. Wenn man auch auf Toilette ist, man darf Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, aber nicht mit Wörtern, sondern im Herzen. Das ist kein Problem. Und das haben Salaf-Gelehrte gemacht. Die andere Sache, was das Essen anbelangt, Sheikh ibn Uthaymeen, er sagt, La yambari lil muslim an ya'kula fil hammam. Es geziemt sich nicht für einen Muslim, dass er auf Toilette, ich meine, wer ist auf Toilette, ganz im Ernst? Ja, nee, Kohlrouladen noch oder was? Ja, nee, das geziemt sich nicht für einen, er hat nicht gesagt haram. Er hat gesagt, es geziemt sich nicht für einen Muslim, dass er dieses macht. Das Essen natürlich und Trinken. Deswegen, ein Muslim macht dieses nicht. Aber wenn man sagt haram, dann braucht man ein Urteil. Man kann das nicht so einfach sagen. Wallahu ta'ala, a'la wa a'la. Tfadal, Akhi. Ist der Wudu noch gültig, wenn jemand sich verletzt und da kommt ein bisschen Blut raus? Na, wenn... Noch eine zweite Punkt. Und auch wenn jemand zum Beispiel das Fleisch von Kamel... Na, wie ist das, wenn aus einer Hautstelle Blut herauskommt? Ist das Wudu noch gültig? Das Wudu ist noch gültig. Aber gibt es keinen Ikhtilaf? Es gibt Ikhtilaf, aber es gibt klare Beweise von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und auch von den Sahaba radiallahu anhu, dass sie, während sie geblutet haben, gebetet haben. Fadda. Fadda. Al-Marid, lam yanqud wudu qabl as-salah, yakammal salatuhu wa yatla' min as-salah. المريض مريض بايه؟ معاه مثلا سيلان بالبول وهيك ونقض وضوء بقلب الصلاه، ساوى الاحتياط لا بطلع. المريض يستمر في الصلاه يستمر في الصلاه لازم يحط بندل ولا شيء ولا لا؟ في بعض الناس يجب عليهم ان يتحفظوا، نعم اذا كان كثير يعني نعم اذا كان بس نقط وهيك بتضل نعم Inshallah. Also bezüglich den Kranken, wir haben das ja gesagt, das Ijma von den Gelehrten. Der krank ist, der wirklich krank ist. Krank bedeutet was? Der hat das ständig, er kann das nicht kontrollieren. Es gibt auch Leute, die leiden unter Inkontinenz. Kennt ihr Inkontinenz? Das heißt, bei ihnen passiert ständig etwas, das ist außer Kontrolle. Die müssen Windeln tragen. Und gerade wenn sie auch in die Moschee kommen, denn es darf keine Unreinheit in der Moschee gelegt werden. Auch Frauen, die in der Menstruationsphase sind, die sollen sich richtig anziehen, so dass auch nichts auf die Teppiche oder sonstiges gelangen kann, denn das Menstruationsblut ist besonders najis. Der Bruder fragte, wie sieht das aus bei einem Marid, bei einem Kranken, wenn etwas bei ihm herausströmt, auch etwas, dieses nicht zu beachten, denn er wird als Kranker behandelt und der Kranke hat ein anderes Urteil, einen anderen Hukum als ein Gesunder. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Wegen dem Wudu, während des Wudus dürfen ja die Glieder, die gewaschen werden, nicht trocknen. Wie ist das, wenn man jetzt seinen Fuß wäscht und gewaschen hat, und dann tritt man auf ein Handtuch, dann trocknet das doch von unten? Nein, das ist nicht gemeint. Der Bruder fragt, man darf doch nicht Körperteile so lange yani lassen, dass sie trocknen, während man danach mit den weiteren Körpergliedern fortfährt. Es kann doch sein, dass man seinen Fuß gewaschen hat und dann tritt man auf ein Handtuch und dann wird es trocken. Das ist nicht gemeint damit. Es ging um die zeitliche, Dauer. Na, wallahu ta'ala ala wa'ala. Die letzten drei Fragen und dann beenden wir. Fadala.
darf man auf die Schuhe streichen? Also über die Schuhe streichen? Nein. Also muss man seine Schuhe nicht ausziehen? Und darf man über die Schuhe streichen, wenn sie Bedingungen erfüllen? Zum Beispiel darf keine Najasa drauf sein. Die Schuhe sind Schuhe. Nee, ich meine, jetzt zum Beispiel, man war draußen und hat irgendwo reingetreten. Okay? In einer, weißt du schon, in einer Mine hat man reingetreten. Okay. Hier, über diese Schuhe darfst du nicht streichen. Weil die müssen im Tahara-Zustand sein. Ja. Na, mafhum? Gibt es Hadith dafür? Ja, natürlich. Al-Mughira ibn Shu'ba bei Al-Bukhari, er wollte sich ducken, um dem Propheten Muhammad s.a.w. die Schuhe auszuziehen. Er sagte, lass sie, dahuma, lass sie. Denn ich habe sie im Zustand der Reinheit angezogen. Im Zustand der Reinheit. Das ist hier die Bedingung. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, liebe Geschwister. Inshallah ta'ala werden wir heute fortfahren. Und wir reden gerade über das Thema, was den Wudu, die Gebetswaschung, ungültig macht. Etwas, was ebenfalls das Wudu bricht, ist, dass man eine Frau mit Verlangen berührt. Dass man eine Frau mit Verlangen berührt. Und wir alle, wir sind auch in dieser Welt tätig. Jeder hat etwas zu tun. Manchmal stehen wir an der Kasse und du gibst jetzt zum Beispiel Geld in die Hand der Kassiererin. Was ist, wenn die Hand von ihr meine Hand berührt? Habe ich dann Wudu oder habe ich kein Wudu? Oder du bist in der U-Bahn oder du bist an irgendeinem Platz und deine Hand berührt die Hand einer Frau, natürlich aus Versehen, weil das absichtliche Berühren der Hand einer Frau ist was? Ist eine Sünde. Das ist natürlich nicht erlaubt im Islam. Man kann grüßen, aber das Berühren der Hand von einer Frau, die einem nicht erlaubt ist, dieses ist untersagt in unserer Religion, denn dieses hat natürlich mit Verlangen zu tun, liebe Geschwister. Aber was jetzt, wenn meine Hand die Hand von einer Frau aus Versehen berührt? Hier gibt es manche Gelehrte, die sagen, das Wudu ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, man hat kein Wudu mehr. Warum sagen sie das? Sie haben die Eier genommen aus Surah An-Nisa, أَوْ لَامَسْتُمْ An-Nisa. Oder wenn ihr Frauen berührt, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, wenn ihr kein Wasser vorfindet, so sucht den guten reinen Sand. So sucht den guten reinen Sand, wenn man kein Wasser vorfindet. Dieses ist hier ein Beweis für manche Gelehrte gewesen, dass sie gesagt haben, wenn man die Frau berührt, dann muss man was machen? Dann muss man Wudu erneut machen. Aber hier, لَمَسْتُمْ النِّسَاء, Al-Lams im Arabischen hat zwei Bedeutungen und zwei gegensätzliche Bedeutungen. Einmal das bloße Berühren, das ist Al-Lams, dass man jemanden berührt. Und die andere Bedeutung ist der Geschlechtsverkehr. Ist der Geschlechtsverkehr. Und deswegen haben die Gelehrten hier unterschiedliche Aussagen gehabt. Ibn Abbas radiallahu anhu und Ali radiallahu anhuma, sie sagen, diese Sache ist hier mit Geschlechtsverkehr verbunden in dieser Eier. Das hat nichts mit der bloßen Berührung zu tun. Und ihre Ansicht ist bestätigt durch andere Überlieferungen. Eine Sache sollten wir lernen, liebe Geschwister. Wenn die Gelehrten bezüglich eines Wortes unterschiedliche Meinungen haben, dann schauen wir auf die Sunna. Weil die Sunna hat uns den Koran erklärt. Der Koran ist nur gekommen mit der Erklärung der Sunna. Und diese Sunna zeigt uns genau auf, wie der Koran zu verstehen ist. Denn der Prophet Muhammad s.a.w., er hatte die Aufgabe, dass er uns die Religion beibringt. Und es gibt gewisse Sachen im Koran, wenn du sie dir durchliest, du weißt gar nicht, worum es geht. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns dieses erklärt. Deswegen, das Wort Lams bedeutet entweder was? Berührung. Hä? Berührung was? Normale Berührung oder Geschlechtsverkehr. Aber hier bedeutet es Geschlechtsverkehr. Und das kann man auch belegen mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So heißt es in einer Überlieferung bei Imam Muslim von Aisha radiallahu anha. Sie hat berichtet, eines Nachts fand ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Da suchte ich mit meiner Hand nach ihm.
und meine Hand fiel auf seine Füße. Das heißt, ihre Hand hat was? Seine Füße berührt. Sie fiel auf seine Füße, meine Hand, die erhoben waren. Das heißt, die Füße vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren erhoben, als er sich niederwarf. Und trotzdem hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gebet weiter vollzogen, was uns hier einen klaren Beweis gibt, dass die bloße Berührung von Aisha radiallahu anha ihn nicht dazu veranlasst hat, das Gebet zu unterbrechen. Weil wenn die Gebetswaschung verloren geht, kannst du weiterhin beten? Antwort: Nein. Weil du hier kein gültiges Gebet hast. Und Aisha radiallahu anha sagte auch, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich geküsst und ist anschließend zum Gebet gegangen, ohne sein Wudu zu erneuern. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich geküsst und ist anschließend zum Gebet gegangen, ohne sein Wudu zu erneuern. Und natürlich, der Kuss ist sogar etwas, was mit Shahwa zu tun hat, mit Begierde. Und deswegen von hier haben wir natürlich eine Unterstützung zu den Gelehrten, die gesagt haben, dieses Lams bedeutet hier Geschlechtsverkehr. Weil hier haben wir Bestätigung aus der Sunna, dass es zu Berührung kam. Es kam zu Berührung. Und trotzdem hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht sein Wudu erneuert, was uns den Glauben schenkt und bestätigt, dass dieses nicht die Gebetswaschung aufhebt. Nochmal, das Wort Al-Lams bedeutet das Anfassen, Berühren mit der Hand, oder es bedeutet den Geschlechtsverkehr. Hier in dieser Ayah bedeutet es was? Den Geschlechtsverkehr. Deswegen sagt Ibn Qudama, Rahimullah Ta'ala, in Al-Mughni, die Berührung selbst bricht nicht das Wudu. Die Berührung selbst, das heißt, wenn man auch die Hand einer Frau berührt oder die Frau die Hand eines Mannes berührt, nochmal, nicht absichtlich, denn dieses ist eine Sünde. Wenn man die Hand berührt, aber es war ohne Shahwa, dann ist das Wudu nicht gebrochen. Zum Beispiel, du hast die Gebetswaschung, du gehst einkaufen und die Kassiererin gibt dir das Geld und ihre Hand berührt dabei deine Hand. Hier ist die Gebetswaschung nicht gebrochen. Du hast nach wie vor die Gebetswaschung, aber wenn man die Hand einer Frau berührt mit Begierde, dann natürlich, wenn hier etwas austritt aus dem Geschlechtsorgan, dann ist das Wudu gebrochen. Dann ist das Wudu gebrochen. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala sagt in Majmu' al-Fatawa, es gibt keinen Beweis aus Koran und Sunna, welcher belegt, dass das Wudu gebrochen wird, wenn man eine Frau einfach nur so berührt. Wenn man eine Frau einfach nur so berührt. Deswegen, diese Berührung muss verbunden sein mit Shahwa. Bedeutet, wenn wir sagen mit Shahwa, natürlich Begierde. Na, ich meine, jetzt eine Person, wenn er eine Frau absichtlich anfassen möchte, dann geht er hier von was aus? Mit Begierde. Dann ist ja seine Motivation die Begierde. Natürlich. Aber kommt man aus Versehen gegen die Hand einer Frau? Hier natürlich können wir das nicht sagen. Deswegen derjenige, der in der U-Bahn ist und seine Hand berührt aus Versehen die Hand einer anderen Frau, er braucht sich hier überhaupt keine Sorgen zu machen, liebe Geschwister. Nächster Punkt. Ohnmacht, Bewusstlosigkeit. Natürlich, welchen Punkt haben wir genannt, der ähnlich ist und der den Wudu bricht, die Gebetswaschung? Ahmed? Den Tiefschlaf. Den Tiefschlaf. Frage, die Ohnmacht, ist sie stärker als der Schlaf oder schwächer? Die ist stärker als der Schlaf. Die ist stärker als der Schlaf, wie die Gelehrten sagen. Und deswegen natürlich ist die Ohnmacht hier, beziehungsweise die Bewusstlosigkeit, in jedem Fall eine Sache, die den Wudu bricht. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sagt in Al-Majmu' ajma'at al-umma ala intiqadi al-wudu bil-junun wa bil-ighma. Die Umma stimmt darin überein, dass der Wudu gebrochen wird mit al-junun. Was ist al-junun? Das ist Wahnsinn. Na, Verrücktheit.
Und Al-Ighma ist die Bewusstlosigkeit, die Ohnmacht. Wenn diese Dinge eintreffen, so sagt er, Rahimullah ta'ala, stimmt die Umma darin überein, dass dieses das Wudu bricht. Dass dieses das Wudu bricht, und diesen Ijma' hat Ibn al-Munzir und andere Gelehrten verzeichnet. Diesen Ijma' haben Ibn al-Munzir und andere Gelehrte in ihren Büchern verzeichnet, liebe Geschwister. Das heißt, es gibt hier ein Ijma' diesbezüglich, dass derjenige, der in Bewusstlosigkeit fällt, ohnmächtig wird, dass er nicht mehr in diesem Zustand beten kann. Der nächste Punkt: durch das Essen von Kamelfleisch. Durch das Essen von Kamelfleisch. So wird berichtet von Jabir ibn Samura, radiallahu anhu wa arda, er sagte, أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من فقط den Gesandten صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم soll ich Wudu machen vom Schafsfleisch? So sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم إن شئت فتوضأ, wenn du möchtest, dann vollziehe den Wudu, aber wenn du nicht möchtest, فلا توضأ, das heißt, mache nicht den Wudu. Dann fragte er weiter, أتوضأ min luhum al-ibil, soll ich den Wudu vollziehen, wenn ich Schafsfleisch gegessen habe? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam tawadda min luhum al-ibil, ja, mache den Wudu, die Gebetswaschung, wenn du Kamelfleisch gegessen hast. Und hier haben wir zwei Informationen. Einmal, dass das Essen von normalem Fleisch die Gebetswaschung nötig macht, die Gebetswaschung erforderlich macht. Oder ist es beliebt? Welche Informationen haben wir hier? Omar? Es ist beliebt. Zum Beispiel, du hast Schafsfleisch gegessen. Ha? Also nicht Dönerfleisch. Dönerfleisch ist ja alles andere als Fleisch. Ich habe mir sagen lassen, da ist alles drin. Man hat sogar herausgefunden, dass bei manchen Schweinefleisch drin ist. Ja? Die verkaufen das für die Muslime. Möge Allah uns bewahren. Deswegen... mein Ratschlag, man soll nicht überall essen. Ja? Der Hunger soll einem nicht dazu verleiten, dass einem alles egal ist. Sondern man soll bei vertrauenswürdigen Brüdern essen. Leute, die wissen, was es bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten. Und ein Chef sagte mir, er war selber dabei gewesen und er hat diese Bestätigung bekommen, dass wenn Leute gehen, die haben Restaurants, die wollen Fleisch kaufen von einem Bauern, so hat der Bauer Fleischreste und da ist auch unter anderem Schweinefleisch. Sie nehmen das alles mit, Hauptsache der Preis stimmt. Und das verkaufen sie dann den Leuten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute nach ihrer Absicht belohnen. Das bedeutet hier, dass sie nicht das Gute gemacht haben. Deswegen, man soll aufpassen, wo man ist, liebe Geschwister. Allgemein, was wir aus dieser Überlieferung erfahren haben, ist, dass eine Person den Wudu machen kann, wenn er etwas anderes als Kamelfleisch gegessen hat. Aber bei Kamelfleisch muss man den Wudu erneuern. Natürlich, man sagt hier, was habe ich mit Kamelfleisch zu tun? Inshallah, wenn du nach Saudia gehst, trinkst du erstmal Kamelmilch. Oh, so lecker. Allahu Akbar. Wir haben das getrunken, wir waren so in einer Art Wüstengegend und frische Kamelmilch, subhanallah al-azim, das war wie Sahne. Wie Sahne. Sehr, sehr lecker. Und war auch, Alhamdulillah, das Tier war gleich ja, spendefreudig. Hat uns alles gegeben, was wir wollten. Und natürlich, das Kamelfleisch ist in bestimmten Ländern eine Delikatesse. In Saudia zum Beispiel, in Saudi-Arabien oder in anderen Ländern, da ist das Kamelfleisch sehr, sehr begehrt. Ha? Und das ist teuer, das ist nicht billig. Und es schmeckt sehr gut. Wer hat das schon mal probiert, das Kamelfleisch? MashaAllah. Wo? Schwiegermutter? Die hat Kamelfleisch so in der Kühltruhe gehabt. Nee, die hat es mitgenommen. Ach so, okay, Alhamdulillah. Ich wollte schon sagen, es gibt hier keinen Laden, wo man, glaube ich, Kamelfleisch bekommt. Na, Frage hierzu, zu dem Fleisch, insbesondere dem Kamelfleisch. Na? Ist es bei jeder Fleischsorte beliebt oder jetzt nur beim Schafsfleisch? Na, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wurde gefragt nach dem Schafsfleisch. Er hat ihm gesagt, hier kannst du Wudu machen. Okay. Na? Ob das auch für andere Fleischsorten gibt, aber allgemein, das Fleisch, hauptsächlich beim Kamelfleisch, da muss man den Wudu vollziehen.
Der nächste Punkt ist auch sehr interessant für die Frauen und sie müssen diese Materie lernen, die Frauen. Wenn Istihada von ihrem Geschlechtsteil herauskommt, Istihada lassen wir übersetzen ungefähr, bitte nagelt mich nicht immer fest, das sind immer, deutsche Sprache hat wenig Wörter, wir würden ungefähr Schmierblutung sagen. Schmierblutung, Al-Istihada. Die Frau weiß, was es ist. Und die Frau sollte wissen, es gibt bei ihr einen Zustand der Menstruationsblutung. In diesem Zustand ist was für sie verboten. Was ist verboten in diesem Zustand für die Frau, Abdullah? Beten und Fasten. Beten und Fasten und? Ja, der Geschlechtsverkehr. Und der Geschlechtsverkehr, wenn sie einen Ehemann hat. Beten, Fasten, Geschlechtsverkehr darf sie nicht in dieser Zeit machen. Sie darf das nicht machen. Denn dieses ist ihr ausdrücklich verboten worden. Und nicht, dass eine Frau motiviert ist. Ich habe schon gehört von einer Schwester, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, die, yani subhanallah al-azim, die praktiziert ihre Religion gar nicht. Und einmal bei Laylatul Qadr wollte sie unbedingt fasten an diesem Tag. Und sie war menstruierend. Sonst fastet sie nie. Subhanallah, dann hat eine Schwester ihr gesagt, du darfst das nicht machen, das ist verboten. Alhamdulillah, Allah hat dir doch die Erleichterung gegeben, nimm sie doch. Du brauchst nicht zu fasten. Sie sagt, nee, jetzt bin ich schon fast durch am Tag, jetzt faste ich auch noch. Allah muss sagen. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, dass wir etwas verboten bekommen haben und trotzdem machen wir das. Ha? Wie das im Fall dieser Schwester gewesen ist. Deswegen, die Schwestern sollten verstehen, sie haben diese Phase von Al-Hayd. Al-Hayd bedeutet die Menstruationsblutung. Das ist eine gewisse Zeit. Das, die Gelehrten sagen, das ist eine Zeitspanne von 2 Tagen bis 15 Tagen. Es gibt Frauen, die das sogar länger haben. Aber die normale Spanne bei den Frauen ist diese Zeit von 2 Tagen bis 15 Tagen. In dieser Zeit, liebe Geschwister, darf sie halt diese bestimmten Dinge nicht machen, die wir gerade genannt haben. Hier muss die Frau warten, bis sie rein wird. Und wenn sie rein wird und die Reinheit wird durch ein bestimmtes Zeichen sozusagen vorgegeben. Welches ist das Zeichen? Wer sagt das? Eine weiße Flüssigkeit. Die sieht aus wie ein Faden. Dieses tritt bei der Frau auf, dann weiß sie, das ist das Ende ihrer Periode. Das ist das Ende ihrer Periode. Das ist, was Aisha radiallahu anha gesagt hat, dass dieses durch diesen weißen Faden sozusagen eingeleitet wird, das Ende der Periode. Na, aber es kann sein, dass eine Frau nach ihrer Regelperiode nochmal Blut bekommt. Das muss nicht die was sein, die Regelblutung, sondern das ist meistens dann die Istihada, weil jede Frau kennt ihren Zyklus. Deswegen heißt es ja auch Periode, Monatsperiode. Weil das eine gewisse Periode ist. Wie gesagt, nochmal zwischen 2 und 15 Tagen. Aber wenn bei einer Frau das länger ist, dann muss sie weiterhin auf gewisse Dinge verzichten. Weil es gibt hier kein Maximum und Minimum. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagt, weil es gab einige Gelehrten, die haben gesagt, nein, wenn es 14 Tage, 15 Tage anhält, die Regel, das ist hier keine Regel mehr. Was auch immer danach kommt, ist für die Frau nicht interessant, sondern sie soll sich waschen und dann alles machen. Nein, solange die Regel eine Regel ist, ist es ihr untersagt, etwas zu machen. Es gibt hier kein Minimum und kein Maximum, wie Sheikhul Islam rahimullah ta'ala hier in diesem Bezug sagt. Deswegen, die Schwester muss die Periode abwarten. Sie muss die Periode abwarten, bedeutet, dass sie nicht etwas vorher machen darf, was sie in der Periode verboten bekommen hat zu machen. Das ist der Teil der Periode. Es kann sein, dass nach der Periode sie vielleicht 2-3 Tage rein ist und dann kommt wieder Blut heraus. Dieses ist meistens Al-Istihada. Istihada bedeutet Schmierblutung. Das ist nicht zu behandeln wie die Regelblutung, obwohl manche Gelehrte das gesagt haben. Aber wir hören gleich einen klaren Beweis, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Regelblutung und der Istihada. Das bedeutet Al-Istihada selber. Man darf in dieser Zeit, wo man dieses hat, man darf beten. Das heißt, man muss beten. Und man muss auch fasten, wenn man Fastentage hat, die man verpflichtet ist zu tun. Und der Geschlechtsverkehr ist in dieser Zeit erlaubt. Dieses durch den Beweis von Fatima bin Abi Hubeish radiallahu anha wa ardaha. Sie sagte, dass sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und sie sagte, Inni ustuhad, o Gesandter Allahs, ich bekomme meine
Istihada. Haben wir gesagt, was ist Istihada? Eine Schmierblutung. Ha? Und sie sagte, Fala atur, ich werde nicht rein. Das bedeutet, ich habe ständig was? Blutung. Sie fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier, weil die Frauen normalerweise natürlich auch ihre Religion lernen müssen. Es gibt bestimmte Sachen, vielleicht schämen sie sich, diese Fragen zu stellen, aber es geht hier nicht darum, dass man einfach so aus Spaß über diese Themen redet, sondern man fragt eine Sache, damit man weiß, wie man auch reagieren soll. Okay, was ist bei einer Frau, die hat zum Beispiel ihre Regel gehabt, ihre Regel hat diesmal 4 Tage gedauert statt 6 Tage, zum Beispiel. Aber sie war 2 Tage rein, dann kam wieder Blut. Dann kam nach 3 Tagen wieder Blut. Woher weiß die Frau, was Regelblut ist und was was Regelblut ist und was alles andere ist? Ist die Habe. Das muss eine Frau lernen. Das ist sehr wichtig für sie zu lernen. Denn es kann sein, dass der Körper durcheinander kommt, wenn die Frau die Pille nimmt oder wenn eine Frau zum Beispiel bestimmte Medikamente nimmt. Wenn die Frau stillt, dann kann es dazu kommen, dass der Körper durcheinander gerät und hier weiß die Frau nicht mehr, ist das jetzt Regelblut oder ist das normale Blutung? In der Regel, passt hier auch, ja? In der Regel unterscheiden wir das durch bestimmte Zeichen. Das Menstruationsblut, liebe Geschwister und Schwestern, bitte gut aufpassen, hat 3 Eigenschaften. Hat 3 Eigenschaften im Vergleich zur Schmierblutung. Im Vergleich zur Schmierblutung. Und zwar das Menstruationsblut, von euch will keiner mehr heiraten jetzt, wa? Nein, auf jeden Fall. Das Menstruationsblut ist erstmal von der Farbe her hell oder dunkel? Dunkel. Es ist dunkelrot. Dunkelrot. Zweitens, ist es fein oder klumpig? Klumpig. Und drittens, es hat einen neutralen Geruch oder einen schlimmen Geruch, unverwechselbaren Geruch? Strengen Geruch. Na, sehr gute Bezeichnung, strengen Geruch. Das heißt, das Menstruationsblut hat 3 Eigenschaften. Nochmal, hä? Es ist dunkelrot, dickflüssig klumpig und es hat einen unangenehmen Geruch. Und hat einen strengen, unangenehmen Geruch. Das ist die Eigenschaft von Al-Hayd, von der Menstruationsblutung. Anders zur Schmierblutung. Jetzt brauchen wir nur die Gegensätze. Dunkelrot hier, Schmierblutung, hellrot, das ist frisches Blut, weil es nicht von der Gebärmutter kommt, es kommt was? Von einer Ader, von einer Blutader. Zweite Eigenschaft, ist es dickflüssig oder? Ist flüssig. Und drittens, es hat einen normalen, neutralen Geruch. Das ist der Unterschied zwischen beiden Sachen. Nochmal der Hadith. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Fatima radiallahu anha zu ihm kam und ihm fragte, er sagte zu ihr,